Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit dem LS-Profi. Und schon wieder das leckeres Mikrofon. Moin. Ja, und die letzte Folge sind wir in dem und dem stehen geblieben, und wir haben ja den Kollegen erwischt, wie er da seine Silageballen heimlich presst. Und ja, ich glaube, da werden wir noch mehr auf die Spionage legen. Und ja, vielen, vielen lieben Dank für eure netten Kommentare und für die ganze Bewertung. Und natürlich habe ich selber auch noch spioniert beim Herrn Kollegen. Alter, ich habe Leute im Chat, ey, und das kannst du gar nicht glauben. Und übrigens sind wir wieder live. So, jetzt muss ich mal kurz zum Melu. Wie komme ich dann Ryan, wie? Ryan, hier ist der Name. Pausieren, hier ist der Name von Profi. Moin, Meise. Profi. Was ist los? Wie komme ich dann wieder in dein Stream-Dingsbums-Chainliner? Weil da ist ein Schluss, also er ist privat, du musst mir dann wieder einziehen. Gar nicht sehr. Wow, dann kann ich da mal zum Melu gehen. Aber Leute, was ich vergessen haben, ich und der Chrissy wünschen euch frohe Ostern. Jo, weil genau, das wollt ihr. Die Folge kommt am Sonntag und jo, frohe Ostern. Jo, das sehr. Von mir. Ja, zum ersten Mal wünsche ich dir auch mal frohe Ostern. Danke dir. Da ist dein Schneemann, kannst du knuddeln. Ja, ja. So, aber genug ungeknuddelt hier, muss noch gearbeitet werden. So, und ich gehe erstmal direkt runter zu. Oh, du merkst gerade was. Ja, wir müssen mal in die Realen rein. Jo. So, jetzt sind wir da. Da. Ich geh einmal zum Melu. Ah, es ist euer Kollege. Jo, vielen, vielen lieben Dank für eure netten Kommentare noch einmal. Und ebenfalls noch einmal frohe Ostern. Und jo. Jetzt muss ich nochmal auf jetzt zum Projekt. Und ja, dann geht's eben dahin. Und dann passt das so. Nochmal schnell aufladen, da. Wo ist denn jetzt unser Feld? Ah, das ist da dort. Oh, tut mir leid, dass der Louis ist für unendlich bei mir gebucht. Tut mir leid. Oh, nee, Spaß, alles gut. Ja, merke ich mal. Ja, wer merkt sich immer alles? Bisschen leise heute, ich muss mal ein bisschen lauter schalten. Wer mir? Ich bin leise oder was? Ja, du bist immer leise. Ah ja. Warte, ist gut. So, die Kühe. Ich geh mal kurz zum Melu. Ja, mach das. Servus. Servus. Und zwar kennt ihr mit meinen Maschinen das Unkraut entfernen? Ja, welches Feld? Warte jetzt mal kurz. Und zwar das Feld 25. Okay. Ja, mit deinen Maschinen? Jo. Steht bei mir am Hof. Dann würde ich mal schnell schon das Abfuhrgespann für den Nachbarhof unten am Feld bereitstellen, dass der Kollege anfangen kann. Dann würde ich zu ihm runterkommen. Jo, machen Sie das. Ich gebe Ihnen noch den Schlüssel. Ja. Legen Sie ihn einfach auf den Sitz. Habe ich Ihnen gegeben? Jo, und Dank. Dann komm, komm runter. Passt. Das Gespann steht bei mir auf dem Hof. Okay, ich finde mich zurecht. Jo, passt, danke. Bitte, tschüss. So, erster Auftrag ist gegeben, Herr Kollege. Ja, die sind alle bei mir reserviert, habe ich gesagt. Gar nichts ist bei Ihnen reserviert. Lol, hast du jetzt nicht gemacht, oder? Was los? Hast du jetzt gerade ernsthaft meine Spritze zurückgesetzt? Was? Hab ich gar nicht. Jetzt mal ohne Spaß, hab ich nicht. Okay. Jetzt mal Real Talk, hab ich nicht. Warum steht eigentlich dann mein Traktor mit der Feldspritzen da rum? Weiß ich nicht.
Und ich weiß nicht, ob er meinen Traktor nicht anspringt. Da ist ja aber heute irgendwie halt kein Bock. Nee, der hat irgendwie gar keinen Bock auf mich, vor allem. So, ja, rein mit der Düde. Bist ja der Verlierer, was willst du? Ja. Bitte, Leitlein, nimmst du das bitte mit Humor. Und ja. Natürlich, ich nehme das ganze Projekt muss man mit Humor nehmen hier. Ja, bei manchen weiß ich nicht, weil manche schreiben in die Kommentare. Ja, das willst du nicht wissen. Ja, ja. Aha. Wieder hier. Aha. Ja, wie halt immer. Aha. Guckt, ey. Kein Hobby, oder? Nichts zu tun. Geil. Ich liebe diesen Ballenpreis. Guckt euch das Geld da oben an. Geil, Alter. Ha. So schmeckt der Sieg. So schmeckt der Sieg, Leute. Kannst halt einfach nicht anders sagen. So schmeckt halt einfach der Sieg. Allein der Kollege hat schon Schiss. Mhm. Jo. Dann gehen wir uns einmal das Geld holen, was man schon, was der andere uns versprochen hat. Und ja. Wollen wir mal das Geld holen? Das hätte so, ist ja unnormal. So 6 Millionen hat er uns versprochen. Ja. Sonst noch Wünsche? No. Und ich wette mit dir, allein wenn du diese 6 Millionen hättest, ich würde dich sowieso dann trotzdem schlagen. Trotzdem 6 Millionen. Wer sagt denn was? Jojo. Digga, so einen Rotz. So einen Schon. Vor allem der Spritverbrauch ist halt einfach null an der Presse hier. Ist der schon am Dreschen da unten? Top, Alter, das ist mal eine Lure. Wegen dir hab ich mich jetzt vertippt. Schau ihn an. Komm, wickel schneller her. Was vergessen hier? Singles Humor. Jo. Und dann geht das schon dahin. Einfach, ey. Ram einfach in den Mund rein, ey. Ach, so JCB ist schon was Geiles. Naja, ich hab gleich auch was Geiles. Ich hoffe, es gibt halt wieder eine kleine Challenge. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich, wie gesagt, das LU macht es von selber. Wir haben keine Ahnung, ob die was planen oder nicht. Hä? Warum nimmt sich Presse das jetzt nicht auf hier? Hallo, Förderband. Nimm das Zeug jetzt auf. Help, es geht los. Ach so, das war alles, okay. Hat sich auf jeden Fall mehr als gelohnt, Leute. Jetzt muss ich nochmal zum Melu. Jo, mach das. Servus. Hallo. Habt ihr einen Ladewagen zum Ausleihen? Moment, ja. Ich schau mal kurz in unser Menü, ob einer frei ist. Ja, können Sie abholen. Passt. Jo, mach ich. Jo. Mach ich. So. So, gut, dass du da bist. Wir müssen ja besprechen, was wir kaufen und was wir verkaufen, ob der andere das haben möchte. Willst du einen 681 haben? Was ist das? 681er ist ja Fendt, oder? Das ist ein Deutz. Ach ein Deutz so. Fahrer ah, ja. Mit 190 PS oder 170. Muss ich schauen. Ich komm gleich mal vorbei. Ja, ist halt so ein Stückchen schwächer sein. Das Ding nämlich unbedingt verkaufen. So, wo wollt ihr jetzt hin? Am Händler steht der, nur mal so. So, oder lang?
Lettland, jo, jetzt wird's spannend. Und jo, so geht's eben dahin. Und dann schauen wir, damit wir uns ein bisschen den Erfolg erarbeiten da. Weil das andere ist eh noch Fußvolk da. Und ja, der Herr Kollege wird noch bei uns arbeiten und wir werden mal die Füße hochlegen. Können die eventuell? Ne, tut mir leid, Kaspar. Was will er? Der will jetzt, dass wir zwei Mods einfach raus tun, aber das mache ich nicht. Zu viel Aufwand. Ja, gibt's jetzt mal ein Kitty? Schätzt mal ins Wohn oder was? Wann hätte gibt's? Er da ganz gechillt, ich will die Scheiße nicht verkaufen. Ah ja. Dann nicht schnell einfach zum Händler kommen. Ich habe halt dieses dunkelblaue. Brauchst du Stroh? Gut, dann gehe ich jetzt voll. Das wird mir. Hallöchen. Ja? Brauchst du Stroh? Ich? Ja. Wie viel hast du denn? Weiß ich nicht, die geht zuerst aufsammeln. Aber würdest du das kaufen? Ja, sag mal Preis an. Warten Sie kurz, Herr Kollege. 2,60 pro 1000 Liter. Ja, komm, kipp, warte mal kurz. Ja, kipp mal einen, wenn du bekommst, einen vollen Ladewagen bei mir rein. Jo, jetzt muss ich erst einmal zum Elo. Oh, oi, Profi am Berg, so. Jetzt bist du vorbeigefahren, hier. Willst du ihn jetzt haben oder nicht? Ja, ich chill doch einmal, Herr Kollege. In der Ruhe liegt die Kraft. Gib mir einmal Schlüssel. Ich geb dir mal schnell einen Schlüssel. Warten Sie mal kurz, ich muss in meiner Garage einmal schauen. Der hat aber 4 PS. Wie viel PS hat der? Der hat 4 PS. Wie viel? 190. 190 PS. Wie viel wollen Sie haben dafür? Ich muss gerade sagen. Fahr mal bitte da vorne nochmal zum Verkaufsträger. Aha, jetzt muss er beim Händler Angebot einholen. Naja, ich muss kurz gucken. Siebenundvierzigtausend. Nee, ist okay. Nimm, fahr weg hier. Weil sonst ist er ja pleite. Ich möchte jetzt eigentlich sehr ungern sagen, was ich kaufen möchte, weil dann kann er meinen Plan schon durchschauen. Ich würde gern einen MAN kaufen. Aha. Darf ich? Ja. Ich kaufe jetzt einen MAN, okay? Hallo. Kuckuck. Was denn? Ich kaufe jetzt einen MAN, habe ich gesagt. Ja, schön. Bin juckt. Ja. Muss ich auch besprechen mit dir, leider. Wo ist denn das LU jetzt wieder? So, Leute. Hier. Guckt auf die Kam. Guckt auf die Kam-Handzahl und vor allem, Leute, guckt auf die PS, Alter. Aber was sonst ja keinen Sinn macht. Ich möchte mir einen Trail-Lifter kaufen. Ich komme so, aber die Folge ist ja jetzt schon wieder zu Ende. Und jo, dann schaut's beim lieben LS-Profi vorbei. Jo. Und vergesst nicht, gerne in die Kommentare zu schreiben, zu liken
Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.